bin noch gar nicht pleite, ich hab noch über die Hälfte. Ja, du vielleicht. Ah, ich kann meinen Bodenpreis wieder erhöhen. Hier ist schon Müll, meine. Wir haben Müll auch. Weil das ist ja eigentlich ganz gut. Oh, Alter. Boah. Erstmal den Firmenwert, den Firmenwert mal eine angucken. Meiner Penny trägt sich den Ehren. Nee, jetzt ist das, würde ich jetzt gerne wissen, ne? Ah, ja, ich seh schon. Von allen kann man sich den anzeigen lassen? Ja, von allen. Ja. Hab ich gerade entdeckt. Firmen, aha. Ups! Warum entdecken das alle? Was ist denn da los, Alter? Bei Sören? Bei Luca? Ach, nicht so viel. Das ist meine Taktik. Ach, Taktik? Taktik. Aha, Taktik! Warte mal jetzt kurz. Was habe ich gemacht? Das habe ich gemacht. Taktik fahren, das habe ich gemacht. Alles klar, den Takt setze ich gleich runter auf. Takt runtergesetzt. Rundverkehr aufgenommen. Best Takt. So schön, der. Das ist mein Fahrplan. Fällt der mir. Fünf? Sollte er vielleicht nochmal nachkommen? Ja. So, und damit sind wir schon bei 33 Minuten weiter. Okay. Oh nein! Wir hatten eine Straßenbahn. Wo? Ich habe eine Straßenbahn gefunden. Wo? Ja, da. Da, wo ich gerade auf dem Dach bin. Ach, da hinten. Ja, da kommst du an meine Straßenbahn ran. Oh nee. RMV ist, genau, das ist R. Nee, Moment, RMV, warte, das ist nicht, das ist Luca, das ist, sondern ist das hier, Klein Justus. Klein. Alles klar, merke ich mir. Das ist Justus, das ist Justus. Ach, da bleib ich etwa. Aha. Da gehen wir noch wieder glatt mal in den Untergrund und gucken mal, wo die hingeht. Oh nee, Justus, das war ein Fehler, was du gemacht hast. Ach nee. Jetzt sieht er alles. Das ist meine einzige richtige Geldscheffelmaschine. Ja, guck dir doch mal meine an. Justus, ist dir was aufgefallen gerade? Da fährt schon längst eine U-Bahn von mir. An deiner Wendeschleife. An meiner Wendeschleife? Na klar, unterirdisch. Guck doch mal ganz genau hin. Da fährt schon längst im 10-Minuten-Takt von mir eine U-Bahn. Toilette. Nicht im Ernst, oder? Natürlich. Die fährt ja schon seit längerem. Tja, aber dann wundere ich mich, wieso da so viele mit meiner U-Bahn fahren wollen. Ja, weil deine rüber geht auf die andere Insel. Meine geht auf zwischen meiner und Sörens Insel und deine geht rüber auf deine Insel. Ja, guck mal, wo meine geht. Die deckt, glaube ich, sogar noch Luke ab. Ja. Ja, tut sie praktisch auch. Und ich könnte jetzt voll in die Karre pissen, wenn ich nämlich eigentlich eine Direktverbindung rüberlege. Was eigentlich mein nächster Plan war. Oh, Kacke. Luke! Wir haben Feinde.
wir haben. Nee, jetzt mal ohne Scheiß, das war wirklich mein Plan, ohne dass, bevor ich dieses Depot gesehen habe. Übrigens, ich habe bis jetzt nur eine U-Bus-Linie. Ich habe 2 Straßenbahnlinien und eine U-Bahn, also. Ich habe 3 Buslinien, 2 Straßenbahn und eine U-Bahn-Linie. Ja, ich habe leider nur eine U-Bahn-Linie und eine U-Bahn-Linie. Noch, ich bin schon wieder voll am Preis anheben hier. Ey, das finde ich, haben sie nervig gemacht. Ständig die, nervig. Dass du ständig die Preise anheben musst oder nie senken musst. Das ist auch nervig. Wenn du dir wenigstens irgendwie so eine Art Berater dafür machen könntest, weißt du? Der dir immer die Preise, was weiß ich, im weißen Bereich hält. Oh, das haben wir gemacht, also, dann jetzt. Oh, jetzt ist das eine Straßenbahn. Luke, ich hab mal das Netz etwas erweitert bei dem Busboden. Okay. Vielleicht krieg ich da sogar noch deine Straßenbahn. Nee, nicht Straßenbahn, Dings, weiß schon Bescheid. U-Bahn? Ja. Oh, Fahrscheinpreise. Das war eine richtige Scheißidee von mir gewesen mit dieser U-Bahn. Feuers. Die U-Bahn? Ja. Auch wenn die bei mir alle Preisklassen sprengt. Ich erweitere gerade meine U-Bus. Wie viele U-Busse brauche ich denn jetzt? Also, Wassertaxi-Linie 2 ist auch ganz okay, muss ich sagen. 2 Busse brauche ich jetzt, dann stelle ich die da jetzt mal hier auf den Stundentakt noch runter. So. Mach doch mal Geld. Aber wie viel Geld kriege ich denn? Der Fahrscheinpreis ist zu niedrig. Was ich am Geld mache. Bin ich? Vielleicht ein bisschen. 4000 minus. Ja, okay, ich kann mich nur über Wasser halten. Ich nicht. Dito. Für wen war das Dito? Ich. Er wollte damit sagen, er kann sich auch noch über Wasser halten. Dafür das Dito. Hätte sein können, dass er auf Lukes Seite wäre. Ach so. Musst du Sören, komm auf meine Seite. Komm auf die dunkle Seite. Ich komm auf die. ganz schön heller bei uns auf der Seite, ne, Luke? Mhm. Wir haben immer Sonne hier, alles hell. Da fährt ein Bus! Ist ja ein Ding. Ich baue gerade eine neue Linie auf einer Insel und da fährt ein Bus, wo ich meine Buslinie brauche. So, jetzt brauche ich erstmal einen Stundentakt für die Boote. Von wem sind die Gelenkbusse? Ich habe keine Gelenkbusse. Gelenkbusse? Meine. Ich fahre Gelenkbusse durch die Gegend. Konkurrenz. Luke? Ja. Wir haben etwas zu vernichten. Ja, die gegnerische Firma. Ja. Ja, ich baue den gerade alles zu mit Bushaltestellen. Ich sehe es gerade. Wie du siehst das, Cheetah. Natürlich sehe ich das. Ja, toll. Ich habe mich schon längst gerecht bei euch. Bei mir nicht. Ich mach trotzdem immer noch mit meiner U-Bahn richtig fett Kohle. Ja, Moment, ich hab die gerade erst aufgebaut. Die fahren schon voll, also keine Panik. Die fahren lass mich kurz gucken. 1, 2, 3, auf 4 Inseln im 10-Minuten-Takt. Alles klar. So, jetzt muss ich meinen Takt mal wieder verlieren, wird das mir natürlich nicht.
Geh runter auf den 30-Minuten-Takt. Du hast mir gerade zugehört, was ich für einen Takt fahre, oder? Einen 10-Minuten-Takt, aber ich brauche mal einen niedrigen Takt. Meiner nur, ich dachte, du hast mir nichts. Als ob ich da so viele Straßen, U-Bahn hinschieben kann. Money. Ja, könnte ich sogar eigentlich. René, ich will nichts sagen, aber. Ach nee, scheiße. Dankeschön, dass du mir hilfst. 5-Minuten-Takt. Na gut. Wir haben uns doch verbunden. Alles gut. 5-Minuten-Takt. Naja, macht nichts. Meine fahren trotzdem voll. Mein Bus, der. Ich kann es dir sagen. Der fährt so ein bisschen auf deine Insel. Oh, naja. Alles gut, ich bereite mich ja auch gerade aus. Der liefert sozusagen mir die Fahrkiste. Jetzt guck mal in den Untergrund. Ich gucke in den Untergrund und sehe gleich mitten im Meer eine Abfertigung von U-Bahnen, die in meinen Bereich fahren und eine Wendeschleife haben. Mann! Ich bin doch der mit dem niedrigsten. So, jetzt baue ich mal ein bisschen mein Busnetz aus. Was eigentlich noch gar nicht besteht. Ja, toll, ich krieg hier wieder Konkurrenz von René. Nee. Der wird noch so. Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? So, jetzt habe ich alle Fahrscheinpreise angesprochen. Brauche ich mal irgendwie 51.000 plus? Alles klar. René hat bestimmt jetzt schon einen Kredit aufgenommen. Einen Kredit habe ich, das ist richtig. Ich mach mit den Bussen 13.000, mit den Straßenbahnen 12.000, mit den U-Bahn 28.000. Come on, ich brauch das Minus wieder raus. So, wir möchten gerne. Warte mal, jetzt habe ich da unten einen 10-Minuten-Takt laufen. Kann ich ja hier oben nicht nochmal. Die Strecke ist ausgelastet jetzt. Da fährt alle 5 Minuten bis ins Einzug. Ach, scheiße. Justus, ja. Gibt's auf, das kannst du nicht, das können wir das krieg nicht ich hin, ich krieg einen 10-Minuten-Takt hin. Ein Wunder gestiegen auf 63.000, würde ich sagen. Ja, mehr Money. Also, mir geht's halt sehr prächtig, muss ich sagen. Okay. Also mir vom Geld nicht so. Warum nicht? 22.000, neue Investitionen. Gut, hier hinten waren bei. Oh nee, hier waren 106 Mann. Auf der. Welche Insel? Von meiner Linie 2 auf der Endstation. Da waren 106 Mann. Warte mal! Nein, das ist doch jetzt. Er greift bei mir die Leute ab. Ich glaube, ich sollte die Linie nochmal bedienen mit den Bussen. Ach, den nee, Bus. Das ist Luke, ich wollte schon sagen, René greift schon Leute ab. Ich sag mal, ich möchte jetzt hier keinen so großartig schädigen, aber. Mach ich doch auch nicht. Deswegen. Bin ich auch nicht böse, wenn du mir irgendwelche Fahrgäste abgreifen tust. Aber ich muss das Luke. Das hörst du mir sogar. Genau, ich werde den Luke jetzt ein wenig ärgern. Kommt der Hinterspruch immer auf, Bild. Was hab ich da getan? Nur weil ich vier Stationen bei dir habe? Oh. Natürlich hier wieder geärgert, ne? Ist ja klar, ich bin hier wieder hier. Ach so, ich schneide dann das. Bin ich das? Ich will. Oh, Rettung. Oh, Buslinie, aber ich will nicht weiter. Das ist halt meine U-Bahn. Echt jetzt? Wo fährt die U-Bahn? Da, wo ich meine neue gerade langlege, ist auf einmal eine U-Bahn entstanden. Ihr wollt mich doch alle verarschen, oder? Nö, ich nicht. Du wolltest doch keine Freundin. Ich ernähre mich sozusagen die ganze Zeit von den. Du ernährst dich von René Frucht. Genau. Was für ein Kraftstoff? Diesel. Die guten alten, zuverlässigen Dieselmaschinen. Ne. So, wie gesagt, wir ärgern die Luke jetzt ein wenig. Warum? Lust dazu. Hat dazu Lust. Ärger, Jürgen. Ich glaube, sie da nicht für nötig gerade.
Nein. Eine Obuslinie für den Lu. Extra für den Lu. Wo? Das sagt er doch nicht, das weißt du ja mal. Das siehst du ja gleich. Das ist ja mein Stadion. Ihr habt alle ein Stadion, ne? Nein. Nein. Ich hab zufällige Busboot. Zuverlässige Busboot. Ja. Stimmt, Busboot, das ist ja eine Einnahmequelle. Vergesst es, das ist mein Revier. Was ist erstmal dann? Jawohl! Nein, jetzt habe ich meine. Auf in die Untergrundkarte. Nein, ich in dem Falle nicht. Jawohl! Find ich gut. Find ich gut. Okay, und so. Oh, Fahrplan bearbeiten. Sleepless. Gibt es seine U-Boote, seine Boote stehen da einfach rum? Irgendwo. Ich geh jetzt meine U-Boot-Linie gerade ab. Da ist nichts. Jetzt schon mal meine U-Bahn hin. Wieso fährt das Boot nicht raus? Weil das Boot behindert ist. Boot? Die Obusleitung von dir müsste ich doch eigentlich sehen, oder? Rein theoretisch. Leute, bei meiner neuen U-Bahn hat hier stehen 130 Leute. Danke. Da muss er. Suche jetzt gerade erstmal seine Obuslinie. Warte mal. Das da oben ist. Ich mache jetzt insgesamt 20.000 Euro. Donau-Lipa kannst du vergessen. Einige Fahrscheinpreise sind drin. Hä? Wir haben doch aber gar nicht mehr. Ja. Hier unten bin ich und ein bisschen. Jo? Ja? Normalerweise, ich sehe dich aber nicht. Ich sehe meine Obusleitung, aber deine nicht. Meinst du wirklich Justus? Meinst du nicht Sören? Er ist ja in dem Moment ja, aber zumindest ist es. Warte mal, hier fährt irgendwas durch die. Bist du gerade? Was fährt denn da? Perfekt, plus 80.000. Ein Busdepot. Von Herrn Luca. Nein! Ist das auf deiner Insel? Auf meiner Insel? Nein, auf der Inselspitze, da wo ich jetzt hin vordringen werde. Auf der Inselspitze? Nein, er wird nur meine Busboote klauen. Oh Mann. Das siehst du gleich, wo ich lang will. Ich hab schon keinen Bock mehr. Also, mir geht's mittlerweile richtig. Da, ja, ich hab da normale Bus gefahren. Bus hab ich nur auf meiner Hauptinsel gefahren. Ken? Da, ja, weil ich überlappe deine Straßenbahn. Ne? Meine. Nein, nicht deine, sondern mehrere Straßenbahn. Und an meinen Bussen hält auch deine U-Bahn. Okay. Das ist so doof, Alter. Warum baue ich nicht einfach eine Haltestelle direkt an deine U-Bahn? Weiß ich auch nicht. Bau die ja da nicht umsonst hin. Ich hab nachgedacht. Ich hab gerade schon eine Luft-U-Bahn, glaube ich, weil da so viele Leute warten. Das U-Bahn haltet. Das ist doch perfekt sogar. Weil ich nehme jetzt einfach mal ganz einfach den Strom von meiner U-Bahn auf und den zu meiner Straßenbahn. Da stehen 55 Mann an meiner Obuslinie. Sehr schön. Die Obuslinie. Ja, ich habe den Strom überwischt. Da war nämlich auf dem Bus 224. Hier haue ich jetzt einfach in die. Okay. Dann. Wo ist die Obuslinie? Ich glaube, ich weiß, wo es baut. Ich gehe gerade an der Straßenbahnlinie nach. Hey. Ich weiß, glaube ich. Wo? Das sind Straßenbahngleise. Wo? Dürrspitze. Die werden mir meine Linie abgreifen. Nö, das lasse ich nicht zu. Oh, ist das geil, ist das schön. Das wie sie alle meine Linien suchen. Das ist schön. Ja Leute, da seht ihr mal. Was heißt denn hier Südspitze? Siehst du's? Nein, ich sehe nur normale Busse. Die fahren von,
Ist das so schön. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Geld machen, dass ich die nächste U-Bahn bauen kann. Ja. Oh, hier hier kreuzen wir das erste Mal die O. 131 Mann auf meiner Obuslinie. Seid ihr denn bescheuert? Warte mal, ich muss mal kurz meine Obuslinie anpassen. Muss mal wieder ein bisschen pinseln. Obuslinie. Fahrplan. Also meine Busse, die bei Veneda fahren, die fahren im 40 Stunden Tag. Muss meine Obuslinie leider auf 10 Minuten hoch sein. Wo ist denn deine Obuslinie jetzt? Ich weiß nur, wo seine, What? Nee, oder? Das geht durch, ey. Nee, oder? Das geht durch. Ich glaub schon. Hab ich einen normalen Bus? Das geht durch. Obuslinie. Freut mich gerade so richtig. Das ist sogar eine Straßenbahnlinie. Er ist in der Mitte ausgebreitet. Muss man das ein bisschen machen? Justus Mittelinsel. Ich weiß Bescheid. Warum sagt denn keiner? Warum sagt denn keiner Mittelinsel? Da wo du hast auf der Inselspitze ein Busdepot und das habe ich jetzt aufgegriffen. Ja, das Busdepot ist nicht nur da, damit der die von ganz oben zu meiner U-Bahn bringt. Das ist, da fährt ein Bus. Bei der Nacht-Stunden-Takt. Ja, den kannst du demnächst einstellen, würde ich behaupten. Oh no. Linie 2. Ist wo meiner. Aber an dem Bus warten drei Leute. Ja. Deine Obuslinie, ne? Ich hab deine Obusleitung schon gesehen, aber bei mir ist das nur ein Kreis. Es ist auch nur ein Kreis. Nur ein Zubringer. Es ist ein Zubringer für die U-Bahn von den umliegenden Leuten, weil die wollen ja nicht so weit laufen, die Leute. Und schon stehen bei mir 184 Mann an meiner U-Bahn-Station. So, wenn das so ist. Da jetzt eine Straßenbahn. Boah, ey. Also ihr dürft gerne weiter dort Linien bauen, um schön auf meiner U-Bahn dazu. Kein Problem. Nee, also bei mir, bei meiner U-Bahn fahren 445 von 300 Leuten, die von da oben kommen. Und die fahren, Das wird gleich anders. Bei mir heulen im Moment einmal die, so die gut, Leute dann rum, macht das Feld wieder kaputt, ey. Ich mach das nicht. Bei euch da, an einer U-Bahn hatte ich da stehen bei mir 550 Leute, die mitfahren wollen. Oh, ups, ich hab vergessen eine Haltestelle mit anzunehmen. U-Bahn? Ja. So, und meine Straßenbahn fährt dann jetzt auch im 10-Minuten-Takt. Tja, René. Warum? So sagen. Justus macht Leuten gern Konkurrenz. Ich sag doch, ich bin am Bauen. Wie viel nimmt ihr ein? 254.000. Also insgesamt wöchentliche Cashflow. Alles klar. Oh, 45.000. Wo steht das von mir? Insgesamt, ja. 67.000. So, komm jetzt. Oh, ich könnte hier mit Cheat Engine arbeiten. Alles klar. Noch irgendwelche Wünsche? Alle die, ich möchte nur mal so vorneweg sagen, alle die in dem Spiel cheaten, fliegen raus. Oh. Genau so. Möchte ich nur mal gesagt haben. Oh. Oh. Das also habe ich. Muss ich also kann ich nicht die Zinsen verkleinern. Noch mal ganz genau. Von dem Herrn. Von dem Herrn. Von. Oh, ja. Er hat nur auf mich abgesehen, ne? Da läuft ein U-Bahn lang. Ich habe irgendwie das Gefühl, er hat nur auf mich abgesehen. Erst zerstöre ich dich und dann die anderen. Alles klar. Also ich bin halt erstmal dran, okay? Ja. Das merke Luke, ich mir. Du kannst auch mit mir in die Offensive gehen. Das merke ich mir. Ach, guck mal, hier! Quer über die Kreuzung hast du einfach mal U-Bahn-Gleise gelegt. Top! Geil. Finde ich gut. So. Finde ich gut. Luke, das gefällt mir. Nein! Ich muss das wird noch zeigen. Also, Luke, Alter,
diesmal richtig geil getan, dein U-Bahn-Depot. Ja, alles hat das. Wenn du es hast, habe ich sogar gesagt, dass dein U-Bahn-Depot sehr gut war. Was ich jetzt nicht verstehe an der Geschichte, ja. Warum hast du vorm Tunnel keine Haltestelle gesetzt? Vorm Tunnel? Natürlich. Du musst doch da die Leute abgreifen. Du bist im Hochhausviertel. Muss ich dir das Spiel jetzt im Ernst erklären? Ach, guck mal, da ist ein Stadion. Nein. Da ist eine Oberstlinie. Nein. Geil. Also, die Boote interessieren mich gar nicht so unbedingt. Das sind just deine Boote, mach mich kaputt. Aber warte mal, man könnte... Man könnte die Fahrgäste abgreifen, aber da kommen wir nicht so viele an. Ey, danke René. Da stehen erstmal so 14 Leute auf dem Hochhausviertel. Jetzt kommen die auch alle angerannt. Geil. Dankeschön. Ja, naja, wie gesagt, Weil das. Wenn du schon da, wie gesagt, im dem Viertel ein Depot baust, hätte ich da auch gleich eine Haltestelle hingesetzt. Ja, dass ich du die vielleicht ein bisschen vergessen. Ich bin ja nicht ganz so fies. Aber willst mich zerstören, ne? Natürlich, ich greife dir jetzt da die Fahrgäste ab. Also ja, ich hab toll, schon meine Pläne, aber nicht ganz so fies. Nein, ach. Ich lass dich noch 5 Minuten leben, okay? wie viel Kontrolleure haben die schon? Bei mir werden 80% abgegriffen. Oder? Guck mal. Ups. Also ich bin jetzt mit 333.000 im Plus, ne? Ich werde da mal meinen Kredit zurückzahlen. Ja, ach, guck mal, der hat Kredit aufgenommen. Ich bin hier ohne Kredit. Kredite sind blöd. Ich habe ganz genau einen Kredit aufgenommen und der hat mich... Auch. Ich habe gar keinen Kredit aufgenommen. Ja, guck doch mal, mich hat er... Wie kommen die komplett zurückzahlen auf einen Schlag? Gar nicht. Guck doch mal, aber der Kredit hat mich doch voll nach vorne gebracht, oder nicht? Ja, aber guck mal, wie weit ich mit meinem Kind ohne Kredit gekommen bin. Ja, ja, hast du auch schon U-Bahn fahren? Hätte ich fast gemacht, aber nö. Ja, dann wäre nämlich dein Geld alle gewesen. Ja, siehste. Hab ich nicht gemacht. Also ich habe ja schon eine intelligente Fahrroute geschaffen. Muss mir gleich nochmal den Untergrund angucken. Vielleicht baue ich gleich mal eine Monorail. Die kommen über der Erde machen. Weiß es schon ganz genau, wohin. Ich hab da so ein Stadion gefunden gerade. So, ich dachte gerade schon. Wutanfall. Stadion! Rette mich! Mein Stadion! Doch gleich noch mal unten vorbei gucken bei mir. Mit Deck gegriffen. Hier zumindest mal eine Monorail angucken. So, Cashflow von 275.000, das hört sich doch. Komm jetzt. Airbus. Was hast du für einen Fahrplan? Ach ja, das war klar. Wer denn? Nichts. Verarschen, oder? Lassen wir auf den. Kann natürlich sein, dass ich gleich erstmal Fahrzeuge nachordern muss. Kann sein, dass du bald eventuell einen kleinen Straßenbahnschlag haben könntest. Ups, zu viel verraten. Ja, wenn du meine Gleise mit benutzt, ist was los, ne? Bau dir deine eigenen Gleise. Oh, Junge. Hab ich sogar teilweise getan. Muss ich sagen. Ich sehe gerade, wie du deine eigene Gleise gebaut hast. Ja, siehst du. Das ist ja geil, Alter. Boah. Justus, Alter, du hast ja. Lol, was ist denn das? Ich hab eine Doppelbahngeise gebaut.
gemacht. Was hast du denn da gemacht, Alter? Bist du bescheuert? Ich hab zu viel Geld übrig. Wie viel Geld hast du denn bitte? Momentan noch 50.000. Was? Ja, ich hab. Ja, okay, ich hab 40.000 gerade gespart. Alter, ich will das auch mal sehen. Wo war das? Wo war das? Südspitze, in deiner Mitte. Einen Cashflow von 250.000 plus. In der Mitte? Ja. Ich hab 143. Ich glaube, jetzt hab ich mir einen riesen Fall. Geil. Geile Scheiße, die hat er durch den Zufall, ey. Ich hätte einfach mal eine eiskalte Schraube bekommen. Voll geil, ne? Du hättest doch, gib dir mal einen kleinen Tipp. Du hättest einfach, einfach damit drin platzieren. Nein. Ich will es nicht verstehen. Tut mir leid. Mach das auf jeden Fall, dass meine vernünftig erfahren erstmal. Oh, meine Busse machen wir eigentlich ganz gut. Noch irgendwo? Ja, ich mach eigentlich jetzt wieder. Meine Fahrt zu Speed zu sollen. Perfekt. Ach, fahr ich die Tram? Ja, gleich fahren die Trams. Die will ich mir angucken. Warum fällt meine Oberfläche nicht? Was, keine Verbindung? Scheiße, ich hab die gar nicht angeschlossen. Worden. Ich brauch einen 5-Minuten-Takt. Alles klar, meine Oberfläche muss ich mal erhöhen. Ich brauch einen 5-Minuten-Takt. Zieht euch das mal rein. Hab ich grad schon, sorry. Wo ist es wieder? 5 Minuten Takt. Erstmal ein paar gekauft. So. René, danke. Ja. Dankeschön. Für was denn? Ja, du hilfst mir schon auf der Hauptinsel sehr viel. Bei mir waren an einer Haltestelle 180 Personen. Schauen wir doch mal. Auf den Bus, ne? Ich guck grad mal, wo ich meine U-Bahn-Station gelegt habe. Da meinst du? Auf deiner Hauptinsel, da wo du angefangen hast. Da hast du ja so, in der Nähe der also Straße. Also die Straßenbahn fahren gleich los. Hauptsache an den Hauptknoten habe ich verwende ich die Gleisbund-René. Wenn du nach oben gehst. Ich hab schon, warte mal, ich muss gerade bei mir mal korrigieren kurz. Ganz reicht dringend Fahrzeuge Gleise nachordern. So, René, reicht doch mal alle Gleise ab. Ach so, wird das sein. Toll, das hätte ich nicht sagen dürfen, jetzt hilft er mir nicht. 6, 12. Aber ich helfe dir auch, ne? Denk dran. So, 5 Minuten Takt. Es bringt gar nichts, wenn du die Gleise wieder abreißt. Er reißt denn hier Gleise ab? Bin ich bescheuert? Nein. Okay, 5 Minuten lang müssen. So, bis 6 Uhr fahren sie. Warte, die Straßenbahn? Ja, im 5-Minuten-Takt. Also ich guck mir da mal die Hauptkreuzung da oben an, ne? Ja. Diese komische Riesenkreuzung, da wo links und rechts. Also, nicht mein weiter Fahrplan geht. Sieht jetzt etwas voller aus. So, alle 5 Minuten eine Bahn. Okay. So, nochmal 30 Bahnen nachkaufen. Wann kommen denn die Bahnen? Wo ist denn dein Depot? Die fahren alle 5 Minuten raus. Wo ist denn dein Depot? Ja, genau, sag mal, wo ist denn dein Depot? Bei meiner Buslinie. Alles klar, wo ist deine Buslinie? An der Südspitze. Ah, ich verstehe. Also ich glaube doch, dass ich etwas übertrieben habe. Ja, bei alles klar, bei mir gibt es nur so ein Straßenbahn-Depot. Ja, ich hab's eindeutig übertrieben. Bei mir gibt's kein Straßenbahndepot. Ich brauch wieder einen neuen Boottakt. Fällt mir da ein. Was sehe ich da gerade?
Bei mir ist die Oberstlinie von René auch nicht ganz fertig. René, hast du deine Oberstlinie schon fertig gemacht? Ja klar. Bei mir ist sie nicht fertig. Bei mir, die läuft. Alles perfekt, klar. Da unten. Ja, das ist gut, wie das läuft. Alles klar, in der Mitte, wo bei euch eigentlich was läuft, da läuft bei mir gar nichts. Echt? Ja. Ich glaube, da gibt es so ein paar Probleme mit den Servern gerade oder so. Glaube ich auch. Ich mache nur noch 20 Minuten Takt draus, sonst lohnt sich das nicht. Wobei, die macht sogar Plus gerade. Wie viele da einfach mit wollen? Ach, die U-Bahn wird auf jeden Fall sehr gut genutzt, muss ich sagen. Gut. Gut. Wollen wir jetzt wissen? Nee, nee. Hallo? Hatte mich gerade irgendwie gewundert, aber alles gut. Wollt ihr echt so häufig mit dem Boden fahren? Jetzt brauche ich erstmal einen neuen Bootstakt. Genau, das war's gewesen. Fahren schon alle 20 Minuten. Machen wir 10 Minuten draus. Und die Nacht auch öfters. Das wäre cool. Ab 2? Bei mir in der Mitte ist die Straßenbahn noch nicht mal richtig fertig. Straßenbahn Depot 2 von Löwe, ja, da ist keine Anbindung bei mir. Die Oberstlinie ist von ihm nicht fertig. Alles klar. Synchron. Was? Was nu? Löwe 410 hat gewonnen, würde ich sagen, wa? Was? Wie? Stunde hat's gedauert, war mein Firmenwert auf 1 Million. Ich würde gerne wissen, wie viel Firmenwert ich jetzt habe. Ich hatte sich euch den zweithöchsten oder so. Damit habe ich nicht gerechnet. Alles klar, ich würde sagen, das waren 2 Folgen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, sonst sehen wir uns in einer der nächsten Projekte wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.